dieses Dash benutzen wir für die Gems, für die Orbs. Die zweite benutzen wir für die Gems, die blau sind. Die dritte benutzen wir für Gems, die grün sind. Die vierte für die roten. Und dann ab 5 die Items in Klassen untergeteilt. 5 zum Beispiel Waffen, 6 Rüstungen, 7 Schilde und so weiter. Und bis 10. Ja, mehr werde ich noch dazu kaufen, die kann man hier kaufen. Aber ja, das ist momentan natürlich noch nicht vonnöten. So, was gibt es noch zu sagen? Hier seht ihr zum Beispiel kleine und große Bubbles. Die großen Bubbles haben nämlich Spezialsachen, die vor allem auch höher sind. Also sagen wir zum Beispiel hier. Da hat es 30% erhöhte kritische Trefferchance auf Spells. Also nur auf Spells, nur auf Zauber. Dadurch erhöht sich eben die kritische Trefferchance bei den Zauber um 30%. Und nicht die Chance, sondern der Schaden. Die Grundeinstellung bei kritischen Treffen ist 150%. Also macht ein kritischer Treffer 50% mehr Damage. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel machen, statten, dann haben wir um 30% mehr, also 180% erhöhter Schaden bei kritischen Treffer. Also erhöhter Schaden, dann ist es 150% mehr. Oder bedeutet das, also 100% sind die normalen Treffer und 150 oder 180 jetzt wäre die 80% mehr. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, wenn jemand das weiß, darf es mir gerne in die Kommentare unter diesem Video schreiben. Und ja, da weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich könnte nachschauen, ich bin aber momentan zu faul. Hier gibt es zum Beispiel etwas, das es nirgends sonst gibt auf diesem passiven Skillbaum. Man kann keine Attacken ausweichen, dafür ist man ihm nun auf Stunts, auf Lähmungen, auf Lähmungen. Und dadurch, das könnte man jetzt machen, wenn wir nur auf Armor skillen, und dann haben wir natürlich kein Invade, weil wir dieses haben. Dadurch haben wir auch wenig oder gar kein Evasion Rating. So. Oder man benutzt es als Magier, aber das ist natürlich auch ein langer Weg, außer von der Skyne aus, die ist auch halb Magier. Oder ein Drittel Mager, und dadurch ja, wäre das eigentlich ein guter Skill. Hier ist noch etwas, das gibt es zwar auf Items, aber im Skillbaum nicht. Dadurch bekommen wir kein Mana mehr. Wir haben kein Mana mehr. Das sieht man dann hier, da ist die Kugel immer leer. Dafür brauchen unsere Sachen, die Mana brauchen, kein Mana mehr, sondern Leben. Dadurch verlieren wir Leben zwar, aber da wir sehr viel Leech haben, sowieso als lebensbasierter Charakter, wird es sich schnell auch wieder auffüllen. Oder durch Lebensregeneration natürlich. So, was haben wir noch? Ich muss gerade danken. Ah ja, hier oben. Hier. Chaos Inoculation. Maximum Life becomes 1, immun to Chaos Damage. Das heißt, unser Leben sinkt auf 1.
aber wir sind immun gegen Chaos Damage. Also Chaos Damage ist das meiste Gift. Also ja, Gift Damage. Das heißt, wir können also durch Giftschaden nicht verletzt werden. Und aber was heißt das für uns? Wir haben nur noch ein Leben. Ein Treffer und wir sind tot. Nein. Wir haben ja durch diese Sachen, durch dieses Teil, eigentlich auch Energy Shield. Also nicht durch dieses Teil, sondern wenn wir dieses Ding skillen, haben wir eigentlich auch sehr viel Energy Shield durch die Talente. Und dadurch ist eigentlich unser Schild dann unsere Lebenserwartung. Und das bedeutet eigentlich, wir sind dann voll, also fast voll, zu 99,9% auf unser Energy Shield angewiesen. Dann braucht man für dieses Talent und für die nächsten Punkte hier, die wir danach brauchen, also das Talent brauchen dafür, ja, das hätten wir dann erst, wenn wir wirklich Energy Shield haben und dann viel. Dann gibt es hier noch etwas. Die Lebensgeneration, die Lebensregeneration benutzt das Energy Shield anstatt des Lebens. Das wäre noch gut. Und hier oben haben wir die Lebensregeneration, die Lebensabsaugung von den Live-Lebensabsaugung-Sachen gehen aufs Energy-Schild, sondern aufs Leben. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel 2% Lebensabsaugung haben von den Attacken, wenn man Gegner angreift, geht aufs Energieschild anstatt, also auf die Energiekugel hier oder die Energieanzeige anstatt der Lebensanzeige. Das ist auch noch sehr gut. Wenn wir die zwei kombinieren und das kombinieren, haben wir eigentlich schon einen relativ starken, fast unbesiegbaren Charakter. Wenn wir dann noch erhöhen die Energieschild-Sachen, dann haben wir noch relativ viel Energy Shield anstatt eben der Leben. Man könnte natürlich dann eben auch das Leben, die Lebenssachen scannen, aber dann nützt uns ja Chaos Inoculation nicht. So, jetzt eine zweite Sache. Wieso gehe ich auf Elementar Damage und nicht auf physischen Damage? Das hat einen guten Grund. Es gibt viele Talente, die von den Vents auf Elementar Damage basieren. Ist zum Beispiel Physical Damage. Aber hier haben wir Elementar Damage. Das bedeutet, es geht auf die Elementar Sachen, nicht auf den physischen Schaden. Also wenn wir auf dem Stab dann 1 bis 4 Fire Damage haben, dann wird dieses gebufft durch den passiven und nicht den physischen Damage, wie wir jetzt zum Beispiel hier 4 bis 7 haben. So, dann gibt es hier ja, 10% vom physischen Schaden von dem Stab gehen auf den Elektro Schaden. Also 10% wird abgezogen vom physischen Damage und wird dem Blitzschaden, der auf dem Boni von Stab oder anderen Items sind, hinzugefügt. Also wenn jetzt 1 bis 10 Damage zum Beispiel von den Handschuhen, da gibt es ein Unique, das von Anfang an verfügbar ist, und 1 bis 10 Elektroschaden macht. Dadurch erhöht sich das um die 10% von dem Schaden der Waffe. Und das ist recht viel, also das ist heftig eigentlich. Dann gibt es hier zum Beispiel noch 30%
erhöhter Elektroschaden basiert auf den Waffen, nicht basierend. Es gibt noch Sachen, die basierend auf die Waffe ist, aber das ist natürlich dann nicht so stark. Aber hier haben wir 30% erhöhte Blitzschaden auf Waffen, also mit Waffen. Das bedeutet nicht über Spells, aber über Waffenangriffe, und das ist auch sehr stark. Also hier haben wir Blitz, hier unten haben wir Eis und hier drüben haben wir irgendwo Feuer da. Und wenn wir hier mal schauen, Avatar of Fire, wir machen 50% weniger Physical Damage, 50% weniger Blitzschaden, 50% weniger Cold-Schaden, also Kälteschaden, und wir machen kein Feuer-Damage. Das ist eigentlich alles negativ natürlich. Aber, ah nein, jetzt stimmt es, Wir machen 50% weniger Physical Damage, Lightning Damage oder Cold Damage, das wird konvertiert zu Fire Damage. Also haben wir, wenn wir jetzt zum Beispiel viel Blitzschaden statten, bedeutet das, der Blitzschaden wird zu 50% zum Beispiel zu Feuer konvertiert. Oder Physical Damage oder so. Also ist es eigentlich nichts für uns. Wir machen dadurch auch 50% im Allgemeinen weniger Damage, und das ist nicht so gut für uns. Aber es gibt noch andere Dinge, die sehr wichtig für uns sind. Zum Beispiel, ja, eigentlich könnten wir dadurch eigentlich auf Auren gehen. Schauen wir hier mal die Sachen an. Hier ist zum Beispiel, wir brauchen bei Auren 5% weniger Mana. Also, die Auen funktionieren so. Sie fressen uns Mana in Prozent. Zum Beispiel, die guten Auren fressen 60% von der Kugel. Wenn wir jetzt das haben, fressen die Auren nur noch 55%. Oder 110% anstatt 120% bei 2 Auren. Und das ist schon recht viel. Also, dann gibt es hier zum Beispiel Effekt, also unsere Aura wird 8% mehr Effekt haben. Hier 18%, also sehr stark. Und wenn wir die statten, haben wir dadurch auch mehr Schaden. Hier haben wir zum Beispiel den Radius auf Auren für andere Spieler oder für Monster. Und so weiter. Also wir können viel machen. Ich habe einfach die Lust, wahrscheinlich nicht Change of Crit benutzen zu wollen. Dadurch auch keine Zauber, dadurch brauchen wir die Spell Damage auch nicht. Wie funktioniert eigentlich jetzt unser Charakter? Wir benutzen Vents, wir benutzen Power Symptom. Das ist eine Attacke, die den Damage um 50% erhöhen vom Zauberstab, und dadurch ist es natürlich eine starke Attacke, und sie macht Culling Strike, das hat irgendwas mit 10% irgendwas Life Leech und Mana Leech oder so, und die Gegner sterben bei 10% Leben oder so, wenn sie unter 10% Leben haben. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe Culling Strike eigentlich noch nie benutzt. So, außer durch Items, aber da hat es mich nicht so interessiert. Dann haben wir Support Games, die tut man in verbundene Sockel zum Power Symptom reintun. So, wir benutzen ein Support Game, der uns anstatt ein Schuss 3 Schuss gibt, oder wir könnten dann sogar noch 5 Schuss haben, das ist dann Greater Multiple Projectiles. Und das andere wäre
lower, ich glaube lower, weiß jetzt auch nicht. Vor allem haben wir dann drei oder fünf Schüsse und dadurch machen wir natürlich auch mehr AOE Damage, also mehr Trefferschaden, mehr erhöhte Radius, also ja, wir treffen eben mehrere Gegner oder einen Gegner mehrmals. Und jetzt machen wir noch Chain rein. Chain bedeutet, es die Projektile werden auf andere Gegner weitergeleitet und das zweimal. Dadurch wird jedes der fünf Geschosse, wenn es einen Treffer gegnet, noch zweimal weitergeleitet. Und das ist fett. Das ist wirklich fett. Es macht zwar durch alle diese zwei Gems machen dann natürlich viel weniger Damage, aber das wird dann mit der Zeit noch ausgeglichen und von unseren Passiven auch erhöht. Also wird es, das wird so heftig, aber dadurch müssen wir auch stark sein. Aber das werden wir und dafür brauchen wir einfach bestimmte Items, aber das werden wir finden. Wir werden den Charakter auch auf Magic Find Richtung machen und dadurch werden wir auch viel mehr Items finden. Jo, ich hoffe, es hat euch jetzt dieses Erkläre hier nicht gerade zu sehr gelangweilt. Jetzt wird natürlich noch wieder ein bisschen Action gemacht und da muss ich leider bald wieder aufhören mit der Aufnahme Session 1 von Path of Exile. Aber bei euch wird es wahrscheinlich nichts ändern. Ich werde Path of Exile recht oft machen und ja, je nachdem wie viel ihr Aufrufe, das Video Aufrufe hat und so weiter. Aber ihr habt gesehen, es ist komplett eine andere Map. Also nur die Sachen sind gleich. Das heißt, also das bedeutet, unsere Zufallssache, also ob jetzt hier weitergeht, hier unten oder so, die Zufallsgeneration ist immer anders. Die Maps werden jede 8. Minute oder bis zu 12. Minute resettet und dadurch haben wir eigentlich immer wieder eine neue Map und das ist richtig geil. Also das gab es bei Diablo 2 schon und ist richtig geil. Also in Diablo 3 gibt es ein bisschen weniger verschiedene Maps, also auch eigentlich zufallsgeneriert und das finde ich sehr gut. Aber eben weniger, also hier ist es extrem unterschiedlich, wie die Maps manchmal sind. Und das finde ich cool. So, 15% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und 20% Zuggeschicklichkeit. Hier seht ihr unsere Stats, Geschicklichkeit, Stärke und Intelligenz. Ihr seht ihr, was das erhöht. 5 Intelligenz gibt. Also je 5 Intelligenz gibt uns zum Beispiel plus 1% erhöhte Zauberschild, also Energy Schild. Also recht cool. Diese Sache.